Der Witz des Mangas, um den es heute gehen soll, befindet sich bereits im Titel. In einer konstant von Monstern und Bösewichten heimgesuchten Welt gibt es einen Helden, der all seine Feinde mit nur einem Schlag besiegt. Hier ist Manga Ause mit One Punch Man. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind in Deutschland bisher die ersten 7 Bände von One Punch Man erschienen, um die es mir hier heute gehen soll. Band 8 steht kurz vor der Veröffentlichung, während Japan bereits bei Band 14 angekommen ist. Der titelgebende One Punch Man ist Saitama, der sich durch rigoroses oder vielleicht auch nicht ganz so rigoroses Training gestählt hat, dabei seine Haare verlor, dafür aber unmenschliche Kräfte erlangte. Als Hobbyheld besiegt er fortan Superschurken, die teilweise direkt aus dem Dragon Ball Z-Universum entflohen sein könnten. Jene Schufte haben gegen Saitama allerdings keine Chance, denn wie gesagt, der Manga heißt One Punch Man. Was ich hierbei besonders witzig finde, ist nicht etwa die Tatsache, dass Feinde hier mit einem Schlag ins Nirvana gepfeffert werden, sondern vielmehr die Einstellung Saitamas dem ganzen Bösewicht-Drama gegenüber, die daraus resultiert. Der hat nämlich oft die Ruhe weg und macht sich eher Sorgen um abgelaufene Sonderangebote im Supermarkt als irgendwelche bevorstehenden Kämpfe. Die Motivation der Fieslinge ist teilweise ebenso absurd. Da gibt es dann etwa diesen Krabbentypen, der einen kleinen Jungen mit albern ausschauendem Kinn den Gar ausmachen will, weil er ihm im Schlaf mit einem Permanentmarker Nippel auf die Brust gemalt hat. Auch die hieraus entstehenden, sehr amüsanten Dialoge erinnern mich teilweise an die gute alte Dragon Ball Synchro. Ha! Und das soll eine Verwandlung sein? Das war ein kleiner Striptease, sonst nichts! Du hast die Muskeln angespannt und die Rüstung platzen lassen! Ist doch Kinderkacke, Freezer! One Punch Man ist voll von derart bizarren und aberwitzigen Situationen, die ein gesamtes Genre hops nehmen. Saitama wird etwa zum Sensei des Cyborgs Genos, der unbedingt von ihm lernen will, wie man so stark wird, nur hat Saitama eben keine besonderen Geheimtechniken, die er ihm beibringen könnte. Die beiden versuchen schließlich, in die Heldenvereinigung aufgenommen zu werden, die ihre Mitglieder nach Rang sortiert. Natürlich landet Saitama da trotz enormer Stärke nicht sonderlich weit oben. Wie er nun diese Rangleiter erklimmt und wer ihm sich da so in den Weg stellt, ist dann folglich natürlich ein großes Thema. Nach und nach werden weitere Helden eingeführt, die aber selten ausführlich charakterisiert werden, sondern eher als Abziehbilder und Stereotype funktionieren und als Punchlines dienen. Da kommen dann Gestalten vor wie Noomin Rider, der Radler der Gerechtigkeit, oder Tanktop Master, der seine Stärke aus seinem Oberteil zu ziehen scheint. Diese dienen vornehmlich der Belustigung. Was One Punch Man generell gerne macht, ist einen Helden oder Fiesling vorzustellen, ihn mit seinen ach so besonderen Fähigkeiten angeben und im Anschluss kläglich an seinem jeweiligen Feind scheitern lassen. Auch da wird ja eine Shonen-Tradition verulgt, da fehlt mir dann aber manchmal der zusätzliche Twist, der aus einem Schmunzler einen echten Lacher machen würde. Bevor ich anfing, One Punch Man zu lesen, fragte ich mich, wie man aus diesem simplen Konzept eine große Geschichte machen sollte. Würde es nicht schnell langweilig werden, wenn der Held derart übermächtig ist? Wie würde der Spannungsaufbau funktionieren? Oder reicht einfach eine Serie an Gags und bekloppten Charakteren aus, um den Manga zu tragen? Die Antworten darauf fallen mir auch jetzt nach 7 Bänden nicht unbedingt einfach. Als wirklich spannend empfand ich die Geschichte von One Punch Man nie, selbst wenn gigantische Raumschiffe drohen, die gesamte Erde zu vernichten. Ich hatte einfach nie das Gefühl, dass hier wirklich etwas auf dem Spiel steht, weil die teils großen Verluste, wie etwa ganze Städte, die dem Erdboden gleichgemacht wurden, in der Story kein großes Thema sind. Überrascht wurde ich dann von den selten mal etwas tiefgründigeren Momenten, in denen sich Saitama etwa mit einem zu Unrecht schlechten Ruf bei seinen Mitmenschen konfrontiert sieht und wie er damit umgeht. Oder es geht mal um einen Helden, der weit unter Größen wie Saitama oder Genos rangiert und oft versagt, aber trotzdem weiterkämpft, weil es eben das Richtige ist. Und ich bin sehr froh, dass One Punch Man sehr schnell thematisiert, wie langweilig maßlose Kraft ist, in dem Fall vor allem für Saitama selbst. Wegen dieser Momente und wegen dem Bild- und Wortwitz bleibe ich am Ball. Wobei die Bilder dieses Mangas nicht einmal witzig sein müssen, um mich zum Weiterblättern zu animieren. Die Zeichnungen sind einfach wahnsinnig gut und ein paar der visuellen Ideen, wenn etwa mehrere Doppelseiten lang auf Saitamas Faust gezoomt wird, sind sehr kreativ. Auch mag ich, wie hier mit Unschärfe umgegangen wird, um einzelnen Szenen Tiefe zu verleihen.
Außerdem schafft der Manga eine größtenteils wunderbare Balance aus absurd und witzig gestalteten Helden und Schurken und Designs, die einfach nur cool sein wollen und es auch sind. Mit am besten gefällt mir aber tatsächlich die Darstellung von Saitama selbst, die ständig zwischen detaillierten heroischen Posen und extrem simpler Darstellung mit trübem Blick hin und her wechseln. Seinen ganz normalen, unaufgeregten Gesichtsausdruck finde ich auch nach zahlreichen Kapiteln immer noch witzig. An einer Stelle hat mich One Punch Man leider sehr stark enttäuscht, nämlich in der Darstellung und Charakterisierung der Figur Puripuri Prisoner. Dabei handelt es sich um einen Helden, der immer wieder Schurken, die ihm gefallen, ins Gefängnis bringt und sich anschließend mit ihnen einsperren lässt. Von seinen Mitinsassen wird stark impliziert, dass er seinen Zellenkollegen vergewaltigt, dieser wird dann auch noch als völlig entzerrtes Opfer dargestellt. Aus diesen Gründen haben alle anderen Knackis Angst vor ihm und hoffen, immer nur mit einem Zungenkuss davonzukommen. Er selbst sagt, dass es nicht in Ordnung sei, über normale Männer herzufallen, aber Verbrecher damit zu bestrafen sei okay. Natürlich wird der einzige offen homosexuelle Charakter als muskulöser, aber flamboyanter Kerl dargestellt. Da fällt es mir ein wenig schwer, die Zeichnung dieses Charakters nicht als stark homophob zu interpretieren. Ich erkenne hier keine clevere Parodie, die beim Umgang mit bestehenden Stereotypen ein smartes Statement macht. Wie viele andere Helden und Bösewichte in One Punch Man wird auch der Puripuri Prisoner stark überzeichnet. Nur reicht Überzeichnung allein in dem Fall nicht aus, um aus einer homophoben Darstellung Satire zu machen. Glücklicherweise spielt der Puripuri Prisoner insgesamt nur eine sehr kleine Rolle, sodass er schnell in den Hintergrund rückt und ich kann nur hoffen, dass er dort in den kommenden Bänden auch bleibt. Dass es auch zu One Punch Man eine Anime-Adaption von Madhouse gibt, muss hier wohl kaum noch erwähnt werden. Bis auf das sehr coole Intro habe ich davon aber, wie bei den meisten anderen Mangas dieses Formats, noch nichts gesehen. Ich bin aber sehr froh, dass die fulminant inszenierten Kämpfe auch in Manga-Form wahnsinnig gut rüberkommen und die Wucht etwa von Genos Waffenarsenal adäquat vermittelt wird. Der Autor von One Punch Man nennt sich übrigens einfach nur One. Außerdem war diese Superheldengeschichte ursprünglich mal nur ein Webcomic. Dieser Manga hier ist sozusagen ein Remake, das One zusammen mit dem Zeichner Yusuke Murata anfertigte. In Japan verfolgen Leser Saitamas Abenteuer bereits seit 2009. One Punch Man mag nicht die spannendste Superheldengeschichte erzählen, die ich je erlebt habe, aber definitiv eine der witzigsten und absurdesten. Ich kann nun sehr gut nachvollziehen, wie Saitama mit seinen Fähigkeiten wie etwa der Serie von normalen Punches zur Kultfigur wurde. Nur bei der Vorstellung des Puripuri Prisoners ist mir zwischenzeitlich wirklich die Lust vergangen, das hätte wirklich nicht sein müssen. Und es ist auch sehr bedauerlich, weil ich euch den Rest dieses Mangas wirklich größtenteils empfehlen möchte, es nun aber nicht mehr uneingeschränkt kann. Wie dem auch sei, das soll es gewesen sein mit Manga Awesome und One Punch Man. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.